Also es war ein schlechtes Spiel. Es hat meiner Meinung nach ein bisschen Struktur gefehlt, der Zug nach vorne. Und der Gegner war zwar nicht besser, hat aber dieses Tor gemacht, wo zum Glücklichen oder ja, zum Sieg halt gereicht hat. Und aus dem Grund raus ist es schade für die Region, dass es die Kickers wahrscheinlich nach unten gehen werden. Aber wie gesagt, wenn man die ganze Rückrunde ein Spiel gewinnt, hat man auch für sich auch nicht unbedingt verdient, in der Liga zu bleiben. Ja, ich finde, die Kickers haben zu spät aufgetreten, zu spät Dampf gemacht. Und wenn man sich so wenig Chancen herausspielt wie in diesem Spiel, dann kann es auch zu dem Sieg landen. Schade. Aber es hat einfach nicht gemacht. Die Chancen wurden nicht genutzt und spielerisch war es auch sehr schwach. Das war das schwächste Heimspiel der Kickers in dieser Saison, auch in der Rückrunde. Mit der schwächste Heimspiel. Und das Niederlage ist verdient. Das war das letzte Heimspiel in der zweiten Liga. Ich denke mal, wir sind nächstes Jahr wieder in der dritten Liga. Wir wünschen uns allen natürlich viel Glück nächste Woche in Stuttgart. Aber es wird schon sauknapp, das Ganze. Wenn es nächste Woche kein Dreier gibt, das war's dann. Ich denke, das war's auch so. Ohne Dreier. Also.